Ist bei der Schwerbehindertenrente ein unbegrenzter Hinzuverdienst ab 2023 möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe über E-Mail eine Anfrage erhalten am 19. Dezember 2022. Da steht Folgendes drin: Hallo, wäre es möglich, ein Video zu machen über Hinzuverdienst bei Renten für Schwerbehinderte? Ist ab regulären Beginn der Schwerbehindertenrente jetzt auch ein unbegrenzter Zuverdienst möglich? Werden mit dem Hinzuverdienst weiter Rentenpunkte erwirtschaftet, die eine Erhöhung der eigenen Rente bewirken? Oder gibt es dann ab dem Zeitpunkt des Hinzuverdienstes bei dieser Rente eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht? Also ich würde das Ganze mal ordnen. Grundsätzlich ist ab dem 1. Januar 2023 bei vorgezogenen Altersrenten ein unbegrenzter Hinzuverdienst möglich. Das trifft im Übrigen auf alle vorgezogenen Altersrenten, egal ob Sie diese regulär bekommen oder vorzeitig in Anspruch nehmen, zu. Das heißt also, eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen können Sie vorzeitig in Anspruch nehmen, aber auch regulär. Selbst wenn Sie das Lebensalter für die Regelaltersgrenze erreicht haben, ist ja der Hinzuverdienst auch grenzenlos möglich. Also da gibt es gar keinen Unterschied. Also bei einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen, die Sie regulär bekommen, also ohne Abschlag, ist die Hinzuverdienstmöglichkeit ab dem 1. Januar 2023 grenzenlos. Das heißt also, Sie können grenzenlos neben dieser Rente dazu verdienen. Überhaupt kein Problem. Wenn Sie bei einer vorgezogenen Altersrente vor der Regelaltersgrenze eine Beschäftigung haben, dann ist diese grundsätzlich rentenversicherungspflichtig. Die ist nicht rentenversicherungsfrei. Das heißt also, es gibt hier keine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht, die automatisch eintritt oder so. Sie können diese Befreiung von der Rentenversicherungspflicht oder diese Versicherungsfreiheit, die tritt immer ab Regelaltersgrenze ein. Das heißt also, wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben, können Sie, um die Rentenversicherungspflicht weiter fortlaufen zu lassen, gegenüber dem Arbeitgeber eine schriftliche Erklärung abgeben, dass das rentenversicherungspflichtig weiterlaufen soll, der Hinzuverdienst. Und eins ist auch klar, wenn Sie bei einer vorgezogenen Altersrente einen Hinzuverdienst haben und sich hieraus Entgeltpunkte ergeben, dann werden diese Entgeltpunkte, man nennt das Zuschläge an Entgeltpunkte nach Rentenbeginn, dann werden diese Entgeltpunkte an die spätere Rente ab Regelaltersgrenze angerechnet, also obendrauf gerechnet. Das heißt also, es erhöht sich dann zu diesem Zeitpunkt Ihre Rente auf jeden Fall. Wenn Sie aber dann die Regelaltersgrenze erreicht haben und von der Versicherungspflicht befreit sein sollten, wird der Verdienst dann nicht mehr rentenversicherungspflichtig sein, außer Sie würden wiederum gegenüber dem Arbeitgeber dann die entsprechende Verzichtserklärung unterschreiben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.